der Großdemonstration mit einem sehr begehrten Redner hier neben mir. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Rolf Krohn. Ich bin inzwischen weltpopulär leider geworden, was mir überhaupt nicht taugt. Aber durch die Demo in Berlin, wo ich mit meinem Sohn auf der Schulter geschubst worden bin, kennt man mich inzwischen auf der ganzen Welt. Und ja, überall, wo ich hinkomme, werde ich angesprochen. Das hat bestimmt einerseits auch irgendwie angenehme Seiten, also man ist vielleicht im Jahr beliebt oder wird erkannt. Also das hat keine angenehmen Seiten mehr, weil ich dermaßen überrannt bin, Termine kann ich nicht mehr vergeben. Und wenn du so begehrt bist, hast du keine Zeit mehr für den Einzelnen. Also Patienten behandeln ist gerade im Moment nicht mehr möglich bei den vielen Anfragen, die ich habe. Und es gibt unheimlich viele verzweifelte Menschen jetzt, die auch durch die Masernimpfpflicht betroffen sind und ihre Kinder impfen lassen müssen. Und mach das mal, wenn deine ersten großen Kinder zum Beispiel durch die Impfung kaputt sind, Neurodermitis haben fürs Leben, Krampfanfälle bekommen haben, Diabetes entwickelt haben, Neurodermitis, dass sie sich die Haut vom Leib kratzen. Und jetzt sollst du deine ungeimpften Kinder, die völlig gesund sind, impfen müssen durch dieses Masernschutzgesetz. Und das ist für viele Eltern so verzweifelt. Die kommen wirklich von überall, aus ganz Deutschland, kommen die zu mir. Selbst hinter Bremen, hinter Kiel sind letzte Woche welche gekommen. Es macht keinen Spaß. Und warum machst du es trotzdem? Weil ich Arzt mit Leib und Seele bin. Weil ich Kinder über alles liebe. Ich bedanke mich bei allen, die das mitmachen. Das ist meine Berufung. Ich wollte eigentlich Kinderarzt werden und es reicht mir so. Ich bin Homöopath geworden und behandle sehr, sehr viele impfgeschädigte Patienten. Also ich habe bestimmt jetzt über 6.500 impfgeschädigte Patienten im Laufe meines Lebens behandeln dürfen und auch noch in Behandlung. Jetzt nicht alle 6.500, weil manche kommen, manche gehen, manche sind gesund, manche sind die Kinder inzwischen gestorben. Jetzt nicht durch meine Behandlung, sondern aufgrund der Schwere des Impfschadens. Also das ist eine Fluktuation da, es kommen immer neuere dazu und es gehen ältere weg, aber in der Summe denke ich mal weit über 6.500. Was das Erschreckende daran ist, dass die meisten von ihren Ärzten und auch von den Behörden zu hören kriegen, das hat mit dem Impfen nichts zu tun. Das ist etwas, was erschreckt. Das hört man einmal, das hört man zweimal, wenn man das hunderte Male hört, dann wird man irgendwann mal aufmerksam. Und zusätzlich zu all dieser Aktivität bist du jetzt eben auch als Redner eingeladen. Ja, ich habe jetzt tatsächlich eine 7-Tage-Woche, weil ich habe die ganze Woche durchweg arbeiten bis zum Abwinken. Und da ist nicht einmal Zeit, dass ich mal irgendwo zur Post fahren kann oder mir Schuhe kaufen kann. Und am Wochenende bin ich auf Demos. Gestern war ich in München auf der Demo, da bin ich auch verhaftet. Und das wissen Sie. Und Sie sind großartig. Und ich denke, wir dürfen uns bei Ihnen hier auf dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken, dass wir Sie haben, die Ehrlichkeit. Und es ist schon der Hammer, wenn man sich vorstellt, wo wir gelandet sind. Also wir werden wirklich wie die Hexen gejagt und diffamiert. Ich wurde vom Jugendamt einmal gegen mich ermittelt, weil ich auch gegeben meinen Sohn auf den Schultern hat und einen Polizisten gefragt hat, wer der Einsatzleiter ist, und der hat mich ganz unsamt weggeschubst. Und deshalb bin ich auch meinem Begleiter sehr dankbar. Das ist halt durch die ganze Welt gegangen, dieses Video. Und da hat alle Polizeibeamten beim Jugendamt hingehängt, wegen der Kindeswohlgefährdung. Die aber ihre Unformen einfach wegschmeißen können, weil sie nichts anderes gelernt haben. Die Opfer werden zu Tätern gemacht, umgedreht, der arme Polizist. Der hat ja nur für sein Leben gekämpft, weil ich hätte ja dadurch, dass ich ihm mal etwas näher kommen musste, es war ja laut. Und der hatte ein Visier und eine Maske und reagierte nicht. Ich war nicht sicher, hat er mich verstanden. Da habe ich ihn halt gefragt, wer der Gruppeneinsatzleiter ist. Realisieren. Der Freund und Helfer. Ich bin gar nicht an. Aber gut, jetzt weiß ich, dass die Polizei auch zu anderen geführt ist. Mein Ziel ist einfach, für unsere Kinder eine bessere Welt zu schaffen. Und ich bin ja auch der Urheber der Levana-Bewegung. Levana ist die römische Schutzgöttin für Neugeborene. Und das ist inzwischen eine internationale Organisation geworden, die über die Grenzen hinaus wächst. Und da ist die Impfaufklärung an oberster Stelle. Vernetzung und Impfaufklärung. Das ist meine Vision für eine bessere Welt, dass wir endlich auch an die Oberfläche bringen, was hinter dem ganzen Impfgeschäft steckt. Da spielt uns natürlich auch jetzt die Corona-Impfung.
Mobilfunk dazu, weil es kommt jetzt immer mehr ans Licht, wer die Geldgeber für die ganzen Drahtzieher da sind und was für irrsinnige Summen Gelder da hin und her fließen, wer eben die Profiteure sind, die Wohnung, wer profitiert. Das kommt jetzt alles ans Licht. Natürlich auch ein großes Alter, jeden befürwortende Kollegen werden jetzt auch langsam impfkritisch aufgrund dieser Geschichten. Das heißt, Bürger, dein Ziel erreichst du ganz konkret von dem, was du eigentlich schon immer gemacht hast. Sagen wir mal so, und haben natürlich eine Pflicht, weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, aber der Islam oder so sagt, Inshallah, der Allah wird schon richten. Es kommt alles zu dem, der warten kann. Das ist ein Lieblingsspruch aus eines meiner Lieblingsromane, Stein und Flöte. Es kommt alles zu dem, der warten kann. Und ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dass das kommt. Weil was man jetzt denkt, was man erkennt, passiert nicht. Manchmal denke ich mir immer, es könnte ein bisschen schneller vorangehen, aber ich muss mich in Geduld üben, alles braucht seine Zeit und ich mache es ja jetzt schon seit 33 Jahren, dass ich mich kritisch auf die Bühne stelle und ich gebe nicht auf. Er sagte, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Wahnsinn, woher nimmst du deine Energie, woher schöpfst du das? Du, sagen wir mal so, es ist... Wenn wir uns festnageln lassen auf bestimmte Begrifflichkeiten, auf bestimmte Wörter, lassen wir uns damit auch Themen vorgeben, lassen uns in Schubladen pressen, lassen uns kategorisieren, lassen uns gegeneinander aufhetzen, lassen uns spalten. Für mich eines der wichtigsten Schlüsselwörter in der deutschen Sprache, die im Geist unserer jetzigen Friedensbewegung. Da kann ich es nicht verstehen, dass meine ganzen Kollegen nicht aufstehen. Ich kann nicht verstehen, dass so viele Eltern das auf sich zurennen lassen, dass ihre Kinder mit einem gentechnisch verändernden Impfstoff geimpft werden. Ich halte also Abstand von so einem hohen Prozentsatz Todeszahlen fordern, Autoimmunerkrankungen fordern, Krebserkrankungen fordern. Ich kann es nicht verstehen, wie die Menschheit das für auf mich sich zuvollen lässt, nicht aktiv wird. Respekt drückt sich aus in Politiker des Formulierung, Wortwahl, Benehmen, Menschen, aber nicht in der Anrede. Ärzte, die Kinder haben, Lehrer, Dänen die Kinder und Briten respektieren einander seit Jahrhunderten ohne diese Passivität, Maske. Diese Ergebenheit der Bevölkerung. Wir brauchen sie auch nicht. Aber sie werden deshalb bitte für mich persönlich. Ich bin Alexander und das reicht. Also meine Triebfeder sind die Kinder und Ich glaube, das ist das Thema. Ich habe vorhin beim Ruf der Träume, bei dem Umzug, eine ganz spannende Rede verfolgt über Switchwords, Wörter, mit denen wir so starke Assoziationen haben im Kopf, dass